So, hallo zusammen. Hier habe ich einen Bass und der hat hier am Hals einen Riss. Und den will ich jetzt verschrauben und mit Sekundenkleber kleben. Jetzt tun wir hier ein Loch reinmachen und dann tun wir da später eine Schraube rein mit Sekundenkleber. So sieht es aus. Da ist jetzt ein Loch. Und hier ist der Riss, da machen wir Sekundenkleber rein. So seht ihr, da mache ich hier jetzt ein Loch rein, hier ist der Riss und dann wird es verschraubt. Jetzt tun wir da Sekundenkleber. Sekundenkleber rein. Dass es hier noch reinläuft. Und dann tun wir hier auch Sekundenkleber rein. Sekundenkleber rein. So. Und jetzt machen wir die Schraube samt Sekundenkleber anziehen. So, jetzt tun wir das Verschrauben mit Sekundenkleber. Das müssen wir im Wohnzimmer, aber da muss man ein Ding hinstellen. So, jetzt ist gut verschraubt. So, jetzt tun wir noch hier verkleben. So, wie rum kommt es rein? Das kommt. So kommt es rein. So sieht es gut aus. Jetzt machen wir noch ein bisschen in den Riss ein bisschen was rein. So sieht jetzt der Bass aus. Ich habe neue Saiten aufgezogen. Neue Saiten habe ich aufgezogen. Und so sieht der Bass aus. Hier ist er verschraubt und mit Sekundenkleber verklebt. Jetzt mache ich nachher einen Soundtest. Also, das habe ich jetzt gut geklebt hier. Das habe ich gut geklebt und verschraubt. Und jetzt machen wir mal einen Soundtest.